Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Leila, ich habe ein halbes Jahr in Cancun gelebt und möchte euch heute gerne meine liebsten 5 Strände vorstellen. Cancun bietet eine Vielfalt von Stränden an und deswegen habe ich noch nicht einmal Platz 1, 2 und 3 oder so festgelegt. Je nach euren Bedürfnissen passt aber ein Strand gut zu euch oder eben weniger gut. Deswegen erzähle ich euch jetzt ein bisschen zu den Stränden. Einer der wohl bekanntesten Touristenstrände in Cancun ist Playa Delfines. Auch wir waren dort zum ersten Mal, es war einer unserer ersten Strände, die wir gesehen haben. Super schöner heller Sand, hat ein bisschen was von so einem dünenartigen Flair und hat auf jeden Fall auch krasse Wellen zu bieten. Der Strand ist wunderschön, das Wasser ist ein Träumchen, super klar, super hell und auch die Umgebung mit den Dünen ist natürlich wunderschön, aber man darf die krassen Wellen nicht unterschätzen. Playa Norte. Playa Norte befindet sich auf der Isla Mujeres. Diese gehört noch zu Cancun, man muss eine Fähre nehmen und dann ist man in weniger als einer halben Stunde dort. Playa Norte hat auf jeden Fall das schönste, kristallklarste Wasser Cancuns. Man kann super, super weit reinlaufen, Leute. Wirklich, man hat das Gefühl, es endet nicht mehr. Ihr seht, wie extrem weit man nach hinten reinlaufen kann. Ich bin richtig glücklich gerade. Ich hocke hier gerade so im Wasser, in der Karibik, die Sonne scheint. Und ich finde wirklich, das ist einer meiner neuen Lieblingsstrände. Es gibt kaum Wellen, es ist super ruhig, gerade auch für Kinder geeignet. Und es ist einfach nur paradiesisch. Falls ihr in Cancun seid oder Umgebung, ihr müsst euch unbedingt Playa Norte ansehen. Ein weiterer sehr schöner und ruhiger Strand ist Playa Langosta. Ruhiges Wasser, schöner Sand und der Strand hat Hängematten zu bieten, Leute. Er ist nicht so weit außerhalb, das heißt, ihr könnt euch da noch irgendwie ein Eis kaufen oder so. Und auch ansonsten gibt es Hotels in der Ecke. Aber es ist tatsächlich ein sehr angenehmer und ruhiger Strand und ich für meinen Teil habe da sehr gerne meine Tage verbracht, wenn ich einfach nur mal runterkommen und chillen wollte. Gerade in den Hängematten bietet es sich einfach an, es ist super entspannt und man kann ein Buch lesen, man kann Musik hören in der Hängematte, im Meer übrigens, liebe Leute, im Meer. Definitiv auch einen Besuch wert. Playa Tortugas. Playa Tortugas ist ein Strand mit ganz vielen kleinen süßen Buchten aus Felsen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen rauer als die anderen Strände, aber es ist traumhaft schön. Gerade diese Felsen haben ganz eigenen gewissen Flair und gerade auch diese kleinen Buchten sind echt schön. An unserem ersten Tag in Cancun war auch dieser Strand einer der allerersten Strände, die wir besucht haben. Und ich habe das allererste Mal in meinem Leben eine Iguana gesehen, Leute. Also alleine wegen der Iguanas, weil es da einfach Iguanas am Strand gibt, alleine deswegen ist es einer meiner Favoriten. Playa Chacmool, liebe Leute. An diesem Strand hatte ich mein Shooting. Es ist ein sehr zentral gelegener Strand in der Hotelzone, nicht weit vom Feiern entfernt. Falls ihr also Hunger oder Durst habt, ihr könnt mal eben in den Supermarkt rein oder euch hier und da ein paar Tacos kaufen. Alles sehr zentral. Nichtsdestotrotz ist auch gerade Chacmool einer der ruhigeren Strände neben den Partystränden nebenan. Mit tatsächlich sehr spannenden und schön anzusehenden Hotels. Und vor allem, es ist einer der wenigen Strände, die auch ein bisschen Schatten haben, Leute. Das dürft ihr nicht unterschätzen, in Cancun haben sehr viele Strände tatsächlich nackte Sonne. Und auch Sonnenschutz reicht da nicht immer. Falls ihr also an einem Strand in Cancun seid, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr nicht so viel Schatten findet. Wenn ihr nicht gerade bei Playa Chacmool seid, würde ich auf jeden Fall einen Sonnenschirm mitnehmen. Und offensichtlich Sonnenschutz, aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht erwähnen, oder? Liebe Leute, ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist, alle diese Strände haben wunderschöne Merkmale. Atemberaubende paradiesische Merkmale, die definitiv als Fotospots geeignet sind. Playa Delfines, der erste Strand, den ich euch genannt habe, hat hier und da vielleicht auch ein paar Iguanas, wenn ihr Glück habt, aber es gibt wunderschöne Dünen. Playa Delfines ist auf jeden Fall ein sehr cooler Fotospot, gerade wenn man so ein bisschen Grün im Hintergrund haben will. Der Fotospot, Leute. Playa Norte. Ich habe euch schon gesagt, es ist paradiesisch schön, es ist karibisch. Man kann 3 Millionen Meter ins Wasser reinlaufen. Es ist also sehr weitläufig und es hat einfach Flair. Playa Tortugas. Neben der wunderschönen Iguanas, mit denen ihr theoretisch auch shooten könntet, sorgen gerade die Felsen an diesem Strand für ein unfassbar cooles Ambiente. Ihr habt einerseits diese krasse, wunderschöne Karibik, dieses wunderschöne kristallblaue Meer und andererseits diese harten Felsen, was einfach ein super cooler Kontrast ist für ein Foto. Playa Chacmool. Da ich da schon geshootet habe, brauche ich euch nicht sagen, dass das wohl ein bekannter Fotospot ist. Gerade die Hotels im Hintergrund sehen super, super cool aus und das Meer ist wunderschön, es ist so kristallklar und
Da sind tatsächlich auch nicht so viele Menschen, das heißt, man kann da auf jeden Fall in Ruhe shooten. Und es gibt auch zwischendurch mal ein bisschen Schatten. Playa Langosta, liebe Leute! Die Hängematten am Playa Langosta verleihen auf jeden Fall diesem Strand seinen ganz bestimmten Flair. Man kann super chillige, entspannte Urlaubsfotos machen in der Hängematte. Und ich glaube, so viel karibischer geht's auch gar nicht mehr, oder? Das waren auf jeden Fall meine liebsten und wunderschönsten Strände, an denen man auch hervorragend Fotos machen kann. Genießt auf jeden Fall eure Zeit in Cancun und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis bald!